Guten Morgen, meine erste Wanderung dieses Jahr. Bin heute in Nesselwang bei Füssen und es geht heute auf die Alpspitz. Nicht zu verwechseln mit der Alpspitze in Garmisch-Partenkirchen. Die Alpspitz ist 1575 Meter hoch. Ausgeschrieben ist der Weg von hier 1,75 Stunden, wird also recht gemütlich. So, hier hinauf geht's heute zu der Alpspitz. Da liegt sogar noch Schnee. Im Moment hat es 7 Grad und heute soll es noch fast an die 30 Grad werden. Also traumhaftes Wetter wird es wieder. Und das im April. Es ist natürlich der Weg gesperrt zur Alpspitz. Natürlich schlecht. Aber es geht dann links über die Nesselburg. Na, sollte kein Problem sein. Unten ist der Wasserfallweg, der wo gesperrt ist, aber der Umweg war jetzt nur kurz, weil da vorne führt der Weg wieder zusammen. Thank you.
Holding on to this. Holding on. So, zur Alpschwitz noch 25 Minuten und zum Edelsberg, da gehe ich auch noch hin. 35 Minuten. Holding on to this. Holding on. Oben ist so ein kleines Kreuz. Um es ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht, wo ich raufgehe. Ist es das Alpspitz oder ist das der Edelsberg? Aber ich hoffe doch, dass das oben dann dran steht. Ja, nehmen wir den kurzen Weg. War ja bisher nicht anstrengend. Also das ist hier weder der Engelsberg, nee, der Edelsberg, weder die Alpspitz. Der Edelsberg ist hier oben. Da sieht man das Kreuz. Und die Alpspitz ist dieser Gipfel. Und als erstes gehe ich dann zum Edelsberg. Liegt zwar noch ein bisschen Schnee, aber naja. Wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich auch hoch. So can you. Hinter mir ist Gipfelkreuz von Edelsberg, ja. Und es war wirklich schön, durch den Schnee zu laufen. Aber dass noch so viel da ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, der Winter kam ja auch spät und dafür ziemlich heftig zum Schluss. Aber ich finde es wirklich schön, weil hier im Hintergrund hat man die Alpspitz. Da ist alles grün und der Edelsberg, der ist gerade 100 Meter höher. Und hier habe ich auf der Nordseite noch sehr viel Schnee. Wirklich super. Holding on to this. Holding on. I know I'm. Oh, I know I'm. Holding on to this. Holding on. Don't let me repeat it.
holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this, holding on. Hier runter geht. Bei mehr und bei weniger.
jetzt wieder am Parkplatz angelangt. Schon fertig mit der Tour, es ging aber schnell. So, jetzt bin ich zurück. Es war echt eine leichte Wanderung, wunderschön. Kann ich wirklich nur empfehlen. War jetzt unterwegs, reine Gehzeit war jetzt 4 Stunden 50 Minuten. Losgegangen bin ich um 6 und jetzt haben wir gleich 1 Uhr. Aber ich habe große Pausen gemacht. Man muss ja nicht durchrennen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne, wenn es euch gefallen hat, den Film liken, kommentieren oder abonnieren. Würde mich darüber sehr freuen. Also man sieht sich dann. Bis nächste Mal. Ciao.